Was wollen wir im nächsten Schritt? Im nächsten Schritt wollen wir unser generierte Mandelbrotmenge parametrisieren. Wir wollen also beispielsweise sagen, wir wollen eine Breite von 4 Inch. Unser Bild soll also 4 Inch breit sein. Wir möchten eine Höhe von 3 Inch und wir wollen, dass die Berechnung der Mandelbrotmenge nach 20 Iterationen beispielsweise beendet ist. Und diese Parameter ist ja üblicherweise, hängen wir bei Get-Operationen an die URL hinten dran. Das ist nichts Neues. Jetzt ist nur die Frage, wie wir innerhalb unseres Python-Programms an diese Parameter herankommen. Dazu benutze ich das URL-Parse-Modul und gehe hier unten in meine DoGet-Methode rein. Hier bekommen ja meine Parameter rein. Und jetzt muss ich irgendwie es schaffen, an diese Parameter ranzukommen. Ich füge hier mal self-parameters ein und was muss ich machen? Ich muss die URL parsen. Und zwar hier QS Query String. Ich parse also den Query String, muss dem jetzt natürlich logischerweise den Query String übergeben. Nochmal URL parse, URL parse und übergebe den Pfad, der gerade aufgerufen wurde und dort die Abfrage. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber wir schauen mal, was da passiert. Lassen uns das einfach mal auf der Kommandozeile ausgeben. Self.parameters. Das könnte ich eigentlich auch gleich zu einer privaten Methode, zur privaten Variable machen, dass von außen nicht darauf zugegriffen wird. Und dann probieren wir das mal. Starten hier unseren Mandelbrot-Server. Mandelbrot-Server läuft und übergeben jetzt hier mal die Parameter. An dem Bild wird sich nichts ändern, weil wir übergeben die Parameter, aber passiert ja noch nichts. Und jetzt sollten wir hier etwas sehen, aber offensichtlich haben wir da einen Fehler. Es darf natürlich hier nicht URL unparse heißen. Starten den Server nochmal und sehen hier, self-parameters ist also ein Dictionary, erkennen wir an den geschweiften Klammern. Und ein Dictionary, jeweils mit einem Key. Der Key ist zufälligerweise immer genau das, was wir hinten an die URL dran gehängt haben, nämlich H. Und H ist eine Liste, das erkennt man in den eckigen Klammern und hat jeweils ein Element. Iterations war der zweite URL-Parameter, den wir übergeben hatten und die Breite der dritte. Und für alle gilt, es ist, wie gesagt, ein Dictionary. Key ist jeweils der Name. Und Value dieses Dictionaries ist eine Liste der Parameter. Und ja, und da müssen wir jetzt irgendwie rankommen. Versuchen wir mal unser Glück. Und dafür schreibe ich mir schlicht und einfach mal eine neue Methode. Hier, die kann auch private sein und nenne sie def get parameter. Und was übergebe ich der? Der übergebe ich zum einen natürlich, was übergebe ich hier? Den Namen des Parameters, Parameter Name und ein Default-Wert. Das heißt, wenn dieser Parameter nicht gesetzt sein sollte, dann kann ich einen Default-Wert zurückgeben. Ich packe das Ganze in einen Try-Catch-Block, weshalb erkläre ich gleich. Ja, und diese Methode soll zurückgeben, self-parameter, parameters. Ja, und welche denn bitteschön? Das ist natürlich keine Methode. Und zwar den mit dem Parameter Name. Und es war ja eine Liste, wir wollen das erste Element zurückhaben, davon das nullte. Problem ist, wenn der Parameter nicht gesetzt wird, dann fliegt eine Exception. Deswegen packe ich das auch in diesen Try-Catch-Block. Was passiert, wenn der nicht gesetzt ist, also eine Exception geflogen ist? Ja, dann gebe ich bitte schön den Default-Wert zurück. Und dann habe ich eigentlich eine Methode, die mir aus diesem Dictionary jeweils meinen konkreten Parameter zurückgibt. Falls es den nicht geben sollte, dann liefert mir die Methode den Default-Wert zurück. Und jetzt müssen wir das für unsere vier Parameter tun. Um an diese Parameter heranzukommen, sagen wir jetzt die Höhe. Ja, wir wollen natürlich einen Integer-Wert zurückhaben.
Wichtig, sonst können wir damit nicht rechnen. GetParameter. Wie heißt unser Parameter h? Und welchen Default-Wert wollen wir haben? Wir nehmen 10 Inch. Dasselbe machen wir mit der Breite. Eigentlich dasselbe in grün. Self. GetParameter. Diesmal natürlich w. Und als Default-Wert nehmen wir von mir aus auch 10. Und für die Iterations gilt auch dasselbe, auch ein Integer-Wert. Self. GetParameter. Der Name des Parameters war it. Und standardmäßig wollen wir 10, wollen wir 100 Iterationen zurückgeben. Und jetzt muss ich hier noch meinen Aufruf meiner Mandelbrotmenge ändern. Und Iterations. So, könnte klappen. Probieren wir es aus. Starten unseren Server doch mal. Und mal gucken, ob sich die Maße unserer Mandelbrotmenge verändert haben. Ich mache jetzt hier mal 10 Iterationen, dann müsste das Ganze deutlich grober werden. Und wir sehen, offensichtlich haben wir es geschafft, diese Parameter zu übergeben.